Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Viele von euch haben sich wahrscheinlich gedacht, dass mein Corona-Alltag so aussieht. Ah, scheiße. Andere wiederum dachten sich wahrscheinlich, dass er so aussieht. Oh Junge, Zeit für Training. Aber eigentlich sieht er so aus. Ja Leute, ich kann verstehen, dass ihr die Corona-Situation alle scheiße findet. Ich bin auch dafür, dass das Ganze endlich mal ein Ende nimmt. Aber Leute, einfach positiv bleiben, oder? Zum Beispiel, ich habe die Corona-Situation sinnvoll genutzt. Schatz, ich war einkaufen. Eigentlich sah es so aus. Deswegen ist es wichtig, dass wir alle zusammenhalten und dass wir diese ganze Corona-Situation langsam mal überstehen, oder nicht? Den ganzen Alltag nur im Bett liegen und Haferflocken essen und Frauen Süßigkeiten bringen, das ist absolut nicht mein Ding. Schatz, hätte noch mehr Süßigkeiten mitgebracht. Oder vielleicht doch. Schatz, ich war einkaufen. Vielleicht ist es auch einfach meine Bestimmung, dass ich so etwas tue. Viele von euch nervt das einfach und sie wollen einfach ihr altes Leben zurückhaben. Schatz, ich war einkaufen. Ja gut, vielleicht ist das auch der Alltag von dem einen oder anderen. Viele sind ja wahrscheinlich auch mit Homeoffice beschäftigt. Ja, hallo Chef. Bei dem anderen sah es vielleicht auch so aus. Erstmal ein Päuschen. Ich kann einfach mal ein bisschen was schlichter zu greifen. Versuch's einfach mal damit. Oder vielleicht auch nicht. Ja Leute, ihr wisst, dass diese Zeit wirklich ein großer Fehler ist und man gar nicht weiß, was man mit seiner Zeit alles anfangen zu bringen soll. Viele Leute sind auch einfach immer noch in diesem Film. Wir hoffen einfach alle, dass Corona langsam mal endlich abhaut und dass wir unser Leben wieder haben. Weil ich mein... Schatz? Run. Und vielleicht ist das bei dem einen oder anderen auch gar nicht so, wie ich es jetzt gerade bildlich dargestellt habe, sondern vielleicht ist es bei dem einen oder anderen auch so. Schatz! Warst du einkaufen? Der eine oder andere von uns möchte auch einfach wieder ein Mädchen kennenlernen. Ja, hallo? Ja, sind wir heute zum Essen verabredet? Ja, okay, ich bin um 19 Uhr bei dir. Zur Corona-Zeit sieht die Situation ja gerade so aus. Tinder, ein Match? Du willst dich treffen? Es ist 21 Uhr. Die Ausgangssperre ist um 22 Uhr. Ich kann das schaffen. Ja gut, nicht bei jedem läuft so vielleicht, aber so schon sehr viel gesehen und sehr viel erlebt. Ich komme, glaube ich, eine Stunde später. Ich muss meiner Mutter beim Einkaufen helfen. Bis später, ciao. Ich konnte dem einen oder anderen ein bisschen was den Corona-Alltag versüßen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei den anderen Videos. Euer Sam Fit. Peace.